Ja, der größte persönlich, auch für mich politische Erfolg ist einer, der bis heute nachwirkt. All die Geschichte muss ich erzählen. Es gab vor vielen, vielen Jahren, im Jahre 1992, als ich ganz frisch im Aufsichtsrat der Stadtwerke neu war, als erster Grüner da reingewählt wurde, muss man sich vorstellen, 19, 20 Leute sitzen da, ein Grüner, 19 andere. Und die zu überzeugen war das Problem. Und es lag auf einmal eine Tischvorlage auf dem Tisch, auf der ein Kohlekraftwerk auf der Lauswart für 1 Milliarde D-Mark gebaut werden sollte. Das stand auf dem Tisch, lag da und sollte beschlossen werden. Durch Zufall, weil ich Leute bei den Stadtwerken kannte, die meine Schüler waren vorher, habe ich mitgekriegt 2 Tage vorher, dass es diese Tischvorlage geben würde. So wusste ich das also 2 Tage eher und habe einen Kollegen aus der SPD angerufen, der ebenfalls im Aufsichtsrat war, und habe dem das erzählt und habe gesagt, was machen wir denn jetzt? Dann haben wir uns in diesen 48 Stunden, die wir Zeit hatten, zusammengesetzt und haben überlegt, ja, verhindern, wie sollen wir das verhindern? Weil wir wollten kein Kohlekraftwerk, ich wollte alles, aber kein Kohlekraftwerk an der Stelle. Auf keinen Fall, weil das für mich veraltet war, wie heute auch die Denkweise. Die war damals schon eigentlich auch bei mir zumindest drin. Als Chemiker hat man ein bisschen Naturwissenschaftler, hat man Ahnung davon. Also haben wir uns Fragen ausgedacht, die wir zu dieser Tischvorlage hatten. Denn nach dem Motto, ja, da steht ja nur drauf, 1 Milliarde für ein Kohlekraftwerk, da sind ja noch ein paar Fragen offen. So, Kühlwasser, wie groß soll der Kühlturm sein, wie wollen sie das alles machen und so. Und dann haben wir, als dieser Punkt auf die Tagesordnung kam, haben wir so circa 20, 25 Fragen gehabt und die haben wir alle nacheinander in aller Ruhe gestellt. Dem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem damaligen Oberbürgermeister, ging so spätestens nach Frage 8 oder 9 der Hut hoch. Und zwar so hoch, dass er so stocksauer war und anschließend sagte: Scheiße, diesen Tagesordnungspunkt nehmen wir runter, wir können die Fragen ja alle gar nicht beantworten heute. Man wüsste, das ist genau das, was wir wollen. Aber daraus, aus diesem Ding wurde daher eine 4 Jahre lang dauernde Diskussion bei den Stadtwerken, ob überhaupt Kohlekraftwerk noch sinnvoll ist. Wir sind im Jahre 96 nach England gefahren, haben uns dort ein nagelneues Gaskraftwerk angeguckt. Dieses Gaskraftwerk als Vorbild für ein weiteres, ein erstes Gaskraftwerk in Düsseldorf genommen. Das ist hier Anfang der Tausenderwende eingeweiht worden, ein neuer Block, der auf Gasbasis war. Und das, was heute da gerade gebaut wird, wo die letzten Tage gerade ein Richtfest gefeiert haben, ist das, was heute nämlich da ist, nämlich eine reine Gasversorgung kraftwerksmäßig in Düsseldorf auf GOD-Basis. Und darauf bin ich einfach stolz, wenn ich die Kiste da sehe, die da hinkommt. Und alle Stadtwerker, die mich kennen, die wissen das auch, dass das auf dem Wege entstanden ist. Und ich bin auch unheimlich froh. Das ist für mich der größte Erfolg, den ich überhaupt hatte und den ich immer tagtäglich sehen kann. Ja, das größte negative Erlebnis ist das, muss ich ehrlich sagen, dass ich nach 10 Jahren Umweltausschuss, den ich geführt habe, nach 5 Jahren davon als Bürgermeister, dass ich von meiner eigenen Partei oder von Teilen, muss ich dazu sagen, meiner eigenen Partei die Quittung gekriegt habe und eben halt mit einer Stimme Mehrheit abgewählt worden bin. Das tat weh. Aber auf der anderen Seite bin ich nicht jemand, der da so lange nachtragend ist, zumindest nicht in der Gänze nachtragend ist. Das eine oder andere, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen trage ich das schon nach. Das gebe ich ehrlich zu. Aber ich trage das nicht so viel nach, politisch nicht nach, weil dahinter standen sicherlich auch Dinge, die ich falsch gemacht habe. Und aus dem Grunde denkt man darüber nach, was hat man falsch gemacht. Und ein Punkt war dann, dadurch bin ich eben gezwungen worden, außerparlamentarisch, also außerhalb des Kommunalparlamentes auch arbeiten zu können. Dadurch bin ich eben auch ein Teil des Bürgerbegehrens gegen den Verkauf der kommunalen Anteile an den Stadtwerken Düsseldorf geworden und durfte das auch verantwortlich mitleiten. Und wir haben eben gewonnen. Und darauf bin ich dann eben auch stolz, dass aus dem negativen Erlebnis, das ich eigentlich hier hatte mit der eigenen Partei und eigenen Fraktion, eine positive Entwicklung noch gekommen ist. Naja, nach 10, 15 Jahren Opposition inzwischen wünsche ich mir einfach, dass wir gewinnen. Ich wünsche, dass wir wieder was zu bestimmen haben. Denn ich sehe das halt selbst auch, wenn man eine gute, und auch davon bin ich überzeugt, dass wir das auch gemacht haben, eine gute und auch sicherlich eine sehr wichtige und interessante Opposition gemacht haben. Aber irgendwann stinkt einem das, wenn man nach Hause geht und, sagen wir mal, bei so einer Haushaltsberatung 100 Abstimmungen waren und von denen hat man 100 verloren. Das macht keinen Spaß.
Das heißt, ich möchte auch, dass Politik wieder Spaß macht, und Spaß macht sie, wenn man gestalten kann. Mir ist es zwar gelungen, im Schulausschuss also auch Bildung in Düsseldorf mal wieder für Grüne auch auf die Tagesordnung zu setzen. Das ist auch schön und so, aber das will ich weiterführen, logischerweise. Aber dann auch wirklich was zu ändern, also das Tempo zum Beispiel beim Masterplan Schulen zu ändern, das Tempo in der Bildung, in dem, was Stadt dazu machen kann als Schulträger, dieses Tempo zu erhöhen, da was zu tun, die Leute einzubinden, die Eltern, die Schüler, die Lehrer und dann in Düsseldorf eben was passiert auf dem Sektor, für den ich auch stehe, das wäre das, was ich mir fürs nächste Jahr wünsche, für die nächste Wahlperiode wünsche.